sind heute von der kleinen Nestlerschule da und machen eine bewegte Pause mit euch. Und ja. Wir als Gymnastiklehrer arbeiten zusammen mit der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Wir wollen in ganz Deutschland Schulen bewegen. Die Deutsche Olympische Gesellschaft ist ein Förderverein für die olympische Idee. Sie wirkt also vom Sport in die Gesellschaft. Und in diesem Projekt versuchen wir, Kinder und Jugendliche für den Sport, für die Bewegung zu begeistern. Heute sind wir hier, damit wir einfach mal schauen, wie fit ihr seid. Wir machen das Ganze mit diesen Geräten hier. Das sind die Brasil. Sie teilen wir euch jetzt schnell mal aus. Wie wichtig Bewegung für Kinder und Jugendliche ist, haben viele Studien schon belegt. Um diese Zielgruppe direkt ansprechen zu können, haben wir den KNS Bewegungsprofi speziell für den Schulunterricht konzipiert. Durch bewegte Lerneinheiten wird nicht nur die kognitive Leistungsfähigkeit, sondern auch das Konzentrationsvermögen mit viel Spaß gesteigert. Einfach die Bewegung mal im Unterricht so, mal was Neues auszuprobieren. Vor allem auch mit diesen grünen Shakern. Ja, hat Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall besser als Unterricht. Ich könnte mir auch vorstellen, das irgendwie so öfters zu machen im Unterricht, weil das fördert bestimmt auch die Konzentration. Also ich finde diese Brasils eigentlich ganz lustig, weil die rasseln und die kann man auch gut in die Hand nehmen und fasst sich auch gut an. Ich fand das sehr schön von vorne bis hinten, weil die Schüler da mal ein bisschen Bewegung kommen können, für 10 Minuten mal ein bisschen Bewegungserfahrungen sammeln können und sich ein bisschen austoben können und wahrscheinlich dann die nächsten 30 bis 35 Minuten effektiver arbeiten können. Das ist mit wenig Aufwand, kann man da sehr viel erreichen. Das hat mir an dem Konzept sehr, sehr gut gefallen. Was natürlich super gut, dass die KNS Move so gesagt hat, wir haben eine Idee, den Bewegungsprofi zu initiieren. Wir würden ganz gerne das Projekt unterstützen und für uns natürlich die Idealbesetzung, einen Bewegungsprofi auf der einen Seite zu haben, jemand, der Idee hat und die Plattform bietet und es zusammen als Gesamtkunstwerk zu etablieren, war für uns idealtypisch und von daher sind wir ganz, ganz froh und stolz, dass wir die KNS als Partner haben. Also anfangs dachte ich halt echt, oh, dass die Schüler wirklich so wollen, die denken dann bestimmt, das ist hier ein Kindergarten oder so. Aber die haben alle so krass toll mitgemacht und waren halt übelst motiviert. Klar gab es halt auch ein paar Ausnahmen, aber die meisten haben mich echt gut mitgemacht, hätte ich nicht gedacht. Plus haben wir eine Bewertung gemacht, wie es den Schülern gefallen hat, mit Smileys, eben ganz gut, eher mittelmäßig und ganz schlecht. Und wir haben auch gesagt, die Schüler sollen ehrlich sein, das war echt erstaunlich, dass sie sich viel gemeldet haben, ja, das wäre echt cool, wenn wir das mal im Unterricht machen könnten. Wie die gestrahlt haben, was mich auch selber sehr glücklich gemacht hat, das zu sehen, dieses Leuchten in den Augen von den Kindern. Und ich glaube, das können die Lehrer auf jeden Fall durchziehen.